Ich grüße Sie ganz herzlich aus dem Rathaus. Ja, in den letzten Tagen ist es sehr spürbar, wie sich die Menschen freuen, wie wir uns alle freuen, dass wir wieder mehr Bewegungsfreiheit haben, dass wir uns in der Gastronomie wieder einen Platz suchen können, innen und außen, dass wir wieder in Gruppen uns treffen können mit der nötigen Vorsicht, dass die Sportvereine wieder ihren Trainingsbetrieb aufnehmen können, dass die Kulturveranstaltungen wieder starten können, Schritt für Schritt. Das ist eine sehr gute Entwicklung, auch wenn bei uns in Herten die Zahlen der Inzidenz im Moment wieder etwas höher sind als im Durchschnitt, ist es so, dass wir aktuell keinen Anlass sehen, für Herten besondere Maßnahmen zu ergreifen. Da müssen wir drüber nachdenken, wenn wir das Gefühl haben oder wenn wir sehen, dass die Zahlen sich in entgegengesetzte Richtung entwickeln. Ne? Dass im Kreis Recklinghausen alle Städte sehr niedrige Zahlen haben und unsere Zahlen würden sich sehr stark nach vorne entwickeln. Das werden wir weiter im Blick behalten. Ich hatte die Gelegenheit, jetzt am Wochenende auch durch einen Besuch in der Innenstadt, aber auch durch eine Kulturveranstaltung im Rahmen der Ruhrfestspiele auch zu sehen, wie Kultur auch mit den besonderen Vorkehrungen sich Schritt für Schritt weiterentwickeln kann. Und das ist, glaube ich, auch für Herten im Moment ganz wichtig. Von daher freue ich mich über die Initiativen jetzt auch in Herten Süd rund um das Katzenbuschschlösschen, dass es dort bald wieder die Möglichkeit geben wird, mit Veranstaltungen zu beginnen und ein gastronomisches Angebot entwickelt wird. Aber auch das ganz große Projekt auf Ewald rund um Motorworld, wo es auch darum geht, nochmal Gastronomie und Events rund um Motorworld zu erleben. Das sind wunderbare Aspekte, die für die Zukunft unserer Stadt sehr wichtig sind. Wenn wir sie verbinden mit Tourismus, mit Sport, mit Freizeit und mit Stadtmarketing, glaube ich, kann das für Herten eine ganz positive Ausrichtung sein, wie wir auch Wirtschaft und Kultur und das Soziale miteinander verbinden. Von daher wünsche ich Ihnen und uns in der nächsten Zeit, dass wir diese Freiheit weiter genießen können und wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute und bleiben Sie gesund.